Ein einziger Friedhof von Geschäftsessen und Partys. Sag mal, warum muss man eigentlich immer still sein, wenn man mit dir schläft? Erinnerungen? Weiß ich nicht. Kannst einfach nicht hören. Nicht nur das Reden, auch diese Stöhnerei. Ich mag es einfach nicht. Sie ist tapfer, deine Frau. Sei nicht albern. Sie hat keine Ahnung von uns. Nein, ich meine wegen dem Bein. Ich bete sie an. Sie ist was ganz Besonderes. Du hast so schöne Augen. Wie ein Reh. Was ist jetzt mit Weihnachten? Wenigstens kurz. Familienfest. Tut mir leid, keine Chance. Ich warte jetzt schon fast 4 Stunden. Ich bin gleich fertig, Herr Grunert. Warum sind Sie denn heute gekommen? Sie wissen doch, dass der Montag immer mit einer langen Wartezeit verbunden ist. Warum haben Sie sich keinen Termin geben lassen an einem anderen Tag? Weil ich heute ein Angebot brauche. Es ist wichtig, verdammt wichtig. Mhm. Ja. Tut mir leid, aber ich habe nichts für Sie. Wie? Ich kann Ihnen kein Angebot machen. Warum haben Sie sich bei Ihrer letzten Arbeitsstelle nicht ein bisschen zusammengerissen? Das war eine gute Arbeit. Woher wollen Sie das denn wissen? Haben Sie in der Klitsche geschuftet? Ich kenne Herrn Schubert als einen durchaus korrekten Menschen. Korrekt? Darunter verstehe ich was anderes. Der hat mich eiskalt rausgekickt. Ich habe dem Schubert nur gesagt, dass er völlig unwirtschaftlich arbeitet. Ich kann ihn einfach weggucken, wenn er offensichtlich missbaut. Ich hatte eine Firma, die war 3-mal so groß wie seine. Aber er war der Chef und nicht umgekehrt. Es ist nicht meine Schuld, dass meine Firma Konkurs gegangen ist. Alles, was ich will, ist eine neue Chance. Ich bin qualifiziert. Herr Grunert, Sie haben das doch alle selbst verschuldet. Aufgrund dieser Tatsache werden wir Ihre Bezüge kürzen müssen. Ach, Herr Friedrich, einen Moment, ja? Wir sind hier gleich durch. Was läuft hier? Wir sind durch? Nein. Nein, nein, nein. Nein, jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss. Wir sind nicht durch. Wir sind nicht durch. Wir sind nicht durch. Ich will ein Angebot. Sofort. Dann fürchte ich mal, sind Sie überqualifiziert, hä? Ich kann mich auch blöd stellen. Hendrik Heinichen. Irgendwoher kenne ich Sie. Schön haben Sie es hier. Picobello. Ja, da merkt man gleich die perfekte Hausfrau. Wie alt sagen Sie, ist Ihr Staubsauger? 12 Jahre? Ist nicht schlimm. Wenn es schlimm wird, kommt ein Pflaster drauf. Aber mal ehrlich, wir beide liegen vor 12 Jahren auch noch besser. Sie sind der Mann aus der Staubsaugerwerbung. Ach, meine Mutter fand Sie immer so toll. Ja. Machen Sie mal einen Vertrag fertig für Frau... Kovac. Frau Kovac. Wie? Heißt das, ich hab den Job? Einfach so? Sie können das strecken, oder? Ja, ja. Nix als Ärger. Unverschämtheit! Der arme Junge. 1000 Mal hab ich's dir schon gesagt. Fass nichts an mit deinen Unglückshänden. Ich hab keine Unglückshände. Oh, wohl. Nein. Doch. Nein. Doch. Kein Wunder, dass alle vor dir wegschlaufen. Hey! Passen Sie doch auf. Pass doch selber auf, du Arschkönig, das ist die Bürgersteig. Sie haben ja gar nicht bezahlt. Die sollen froh sein, wenn den Mist überhaupt jemand liest. Und die passen besser auf, dass ihr Hund nicht die ganze Straße vollkackt. Lampe! Und wieso interessieren Sie sich jetzt plötzlich wieder für den Fall?
Die Staatsanwaltschaft hat ihn noch abgelegt. Ich will nur ganz sicher gehen, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Und der Trucker? Sein Handy tut's nicht mehr. Ich habe ein Dutzendmal versucht, ihn anzurufen. Wie ein Rochen, hat er gesagt, hä? Hier. Ja. Die Kollegen aus Hagen haben am Morgen des 5. Oktober um 4:30 dieses merkwürdige Foto geschossen. Die Reifendimension stimmt. Solche Schlappen? Ja, solche Schlappen. Die Kollegen haben das Gerät zum Eichamt gebracht, weil sie gedacht haben, es spinnt. 311 Stundenkilometer. Ab 300 funktionieren die Dinger normalerweise nicht mehr. Deswegen war es auch nicht möglich, den Halter zu belangen, so irre das klingt. Sieht tatsächlich aus wie ein Rochen, ne? Oder wie ein getarnter Wagen. Es könnte ein Erlkönig sein. Und das da? Das ist eine Reflexion. Da hat was den Infrarotblitz wieder gespiegelt. Leider ist es nicht möglich, den Fahrer weiter zu identifizieren. Jetzt werden Sie natürlich sagen, von Hagen bis Köln, das sind gut und gerne 70 Kilometer. Genau gesagt 79. Der Unfall fand aber ganze 18 Minuten später statt. Das macht? 266 km/h müsste gefahren sein. Im Schnitt. Wunderbar. Und dann werden Sie natürlich fragen, und das Nummernschild? Und das Nummernschild? 04er Nummer, temporäres Zeichen. Deutsche Automobilwerke. Ein börsennotierter Autobauer. Rein rechtlich kann man den Fahrer nicht belangen, weil das Gerät nur bis 300 Stundenkilometer geeicht ist. Dann landen Sie nur bei irgendwelchen Pressesprechern der DAW. Märchenland ist abgebrannt, Blaubart. Sie kennen mein Pseudonym? Ihr Mandant hat alles penibel dokumentiert. Kommen Sie, Nissen. Dann wissen Sie auch, warum ich diesen Familienvater erschießen musste. Ich hatte keine Wahl, meine Kinder. Keine Mädchen aus der Umgebung, seine Regel. Dann schnappt sich dieser Meier, diese Lisa aus der Nachbarschaft. Kinder aus guten Familien halten einfach nichts aus. Tja, aber so sind wir. Wo die Liebe hinfällt.